Also wir bauen Lavendel an, hier Berglavendel. Das ist etwas, das hier auf dieser Höhenlage sehr gut funktioniert. Wir machen es, weil ich auch Genossenschafter bin für Swiss Essence. Und es ist für uns auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Mit den Blüten, die wir vorwiegend gewinnen jetzt hier, gehen wir nachher auf Angen in die Destillationsanlage. Und dort wird es ätherischer Öl gewonnen, wo wir nachher in den Kosmetikprodukten, die wir anbauen, verwenden. Kräuter bauen wir schon diverse Jahre an, haben einen Moment eine Pause gemacht. Und jetzt den Lavendel haben wir jetzt im zweiten Anbaujahr. Und in Zukunft haben wir eigentlich auch das Gefühl, dass wir noch weiter vielleicht noch ein bisschen ausbauen.